Bereits ab Mitte Oktober könnten in Deutschland die ersten Kinder zwischen 6 und 12 Jahren mit dem BioNTech-Impfstoff geimpft werden. Das hat BioNTech-Mitbegründerin Özlem Türeci angekündigt. Demnach will der Mainzer Konzern in den kommenden Wochen weltweit die Zulassung des Impfstoffes für jüngere Kinder beantragen. Die entsprechenden Studienergebnisse müssen noch für die Zulassungsbehörden aufbereitet werden. Der Impfstoff ist derselbe wie für Erwachsene, aber weniger hoch dosiert. Das hat wiederum Einfluss auf die Art und Weise der Abfüllung. BioNTech bereitet nach eigenen Angaben bereits die Produktion vor. Der Konzern erwartet bis Jahresende auch Daten aus Studien mit Kindern unter 6 Jahren.